Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Kreuzworträtselrunde und es ist mittlerweile Tag Nummer 49. Es ist der 7.12. und ich würde sagen, wir fangen gleich mal an. Ich habe hier nämlich schon was gefunden. Wir nehmen uns hier Keanu Reeves raus. Wie gesagt, der kommt bald wieder im Kino. Tipptopp, perfekt. Nee, klappt nicht. Viele sind es nicht. Zweistellige Zahl. Was? 40? Nee, ist es nicht. Machen wir erstmal hier Mene rein. Vor allem anderen. Erst. So. Sankt ist natürlich ST. Epos von Virgil. Devil May Cry? Nein, Quatsch. Aufhebens. Tumult? Nee, ist nicht gemeint. Okay. Tamtam. Tamtam ist das. Das meinen die. Verbandmull. Ja. Keine Ahnung gerade. Also ich würde mal sagen, hier kommt die 14 rein. Boom! Von da an. Dort her? Echt jetzt? Oh. Nee. Das wäre auch komisch. Das wäre auch ein echt komisches Wort. Aber kann manchmal sein, ne? Elendsviertel ist natürlich ein Slum. Ein Slum. Bup. Haben wir. Dann haben wir hier auch noch den Erlkönig. Von da an, seither. Ups. So, jetzt. Okay. Anis ist die Pflanze. Ja. Salz der Salpetersäure. Oh, Nitrat also. Ja. Frostig ist natürlich auch eisig. Kriegen wir hin. Gaza, Gase, Gazi? Nee. Aaneis glaube ich auch nicht. Gase, Aeneis. Aeneis ist dieses Epos. Ja. Beweisunterlage. Ist ein Beweis? Nee, ist es nicht. Etliche, einige, ja. Eine Struktur, weiß ich noch nicht. Aber das hier ist erstmal astrein. Stadt der Liebe. Keine Ahnung, war ich noch nie da, aber wenn die das so sagen. Natürlich, es wird so bezeichnet, das ist natürlich klar, aber. Ach, die Ehefrau von Clooney schon wieder. Fahrzeugversicherung ist Casco. Ja. Parlamentssitz. Ja. Kommt drauf an, welches Parlament, würde ich sagen. Aber machen wir erstmal den Sale hier. Altrömischer Spielwürfel. Ja. Rheinisch für Fels. Oh wei. Waschmittel. Waschmittel, was für Waschmittel gibt es denn? Ariel, es gibt, ich glaube nicht, dass die jetzt sowas wie Spee, Ariel, irgendein ganz bestimmtes meinen. Das wäre ja fast schon Werbung. Kontinent ist Asien. Beweisunterlage ist ein Beleg, natürlich. Oh wei, die Struktur, die ist mir gerade. Was meinen die mit Struktur? Was meinen die mal damit nur? Gucken wir erstmal hier entsprechend. Erstmal großer Storch. Nee, großer Storch weiß ich auch nicht, aber ich weiß den Bienenzüchter, den Imker. Natürlich. So, außerdem wissen wir die Kneipe. Ja. Wie nennt man den Parlamentssitz hier gerade? Ich komme nicht drauf.
Was gibt es denn noch für ein anderes Wort für Waschmittel zum Beispiel? Ein Jungrind nehmen wir erstmal. Das ist ein Kalb. Polnische Stadt. War ich schon mal. Genauso wie in Prag. Ja, in Osteuropa war ich irgendwie mehr als in Westeuropa. Brauch ist ein Usus. Nicht zu verwechseln mit dem Bär Ursus. Vorsicht. Entsprechend. Weiß ich noch nicht. Darmausgang. Ja, damit kenne ich mich leider auch gut aus. Oder so. Ach man. USB ist die universelle Schnittstelle. Getreidesorte. Ist auch eine Kultur, aber meinen die das auch? Nee. Meinen die Sulfur? Das ist auch keine Getreidesorte. Entsprechend. Puh. Ich bin mir echt nicht sicher, was die noch von mir wollen alles. Wenn ich die... Warte mal. Nee, Fey ist es nicht. Wei. Sei. Rei. Rei. Tai. Kai. Pai. Mai. Nai. Bai. Wei. Oh, ich hab doch bald alles durch. Gai. Hai. Jai. Nee, Kai hatte ich. Lai hatte ich nicht. Ach so. Oh Gott. Ich weiß doch trotzdem nicht, wer die Ehefrau von Clooney war. Aber was meinen die mit Waschmittel? Also ja, heute bin ich mal ein bisschen überfragt, was die von mir wollen. Eine Struktur. Ich versuche gerade rauszufinden, was hier reinkommen könnte. Das wäre ja eigentlich nur... Also, da kommt ein Vokal rein, würde ich sagen. Und der Rest ist mir gerade egal. Ach, natürlich. Es ist ein System. Ich probiere mal irgendeinen... Mann. Ach, die meinen, ja, oh, ich dachte, die meinen das Gebäude. Die meinten ja bloß den einzelnen Sitz eines Parlamentariers. Natürlich, das ist das Mandat. Mano. Amal. Ich hatte es gerade schon überlegt, aber ich wollte es noch nicht reinschreiben. Alles, Alet. Alem, Allen, Alel, Alec, Baldwin. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Alea. Ah, und Waschmittel ist dann Soda. Ich glaube, wir hätten es fast, aber uns fehlt noch die Getreidesorte und der, also entsprechend. Anna? Ehrlich? Muss was, muss sowas wie Ergo sein. So ein Wort aus einer anderen Sprache. Marabu hieß das. Und ich habe gerade keine Ahnung. Bulleur? Die Getreidesorte. Bulgur? Natürlich. Irgendwie bin ich heute ein bisschen... stehe ich auf dem Schlauch, aber tatsächlich, das sind auch so Worte Marabu und Bulgur, die ich jetzt gerade nicht direkt im Kopf habe. Soda hätte man vielleicht nicht unbedingt, nein, eigentlich nicht. Nein, das hätte ich, das war Zufall. So, was haben wir noch? Alea ist ein altrömisches Würfelspiel. Das nehmen wir jetzt so hin und dann würde ich sagen, versuchen wir uns mal an dem anderen. Wie lange habe ich jetzt eigentlich gebraucht? Und trotzdem unter 10 Minuten, bisschen viel Raten drin. So, huch, warte mal,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da ist doch schon wieder irgendwas geändert worden. Ach so, nee. Mein Download wurde noch angezeigt. Ist denn jetzt in der Aufnahme Hilfe? Ja, sieht so aus, als wäre in der Aufnahme das okay. Gut, da ist, hier habe ich noch nicht runtergescrollt gehabt. Ach Mann. Ich freue mich schon so auf das, was nachher kommt nach der Aufnahme, dass ich... Warte mal, was haben wir denn hier? Haha! Den Adamsapfel, den habe ich schon mal. Ach, ich versuche erstmal das Lösungswort rauszukriegen. Und Adams ist ja zum Glück dafür nicht großartig notwendig. Okay, das geht ja schon mal gut los mit dem zweiten Buchstaben. Ein Hinweis. Okay, oh. Das sind ja wirklich sehr interessante... einsam, Allah. Haha. Okay, ja, vielleicht. Ich glaube, ich habe es schon nach dem vierten Buchstaben. Ich möchte lösen, ich möchte sagen, es heißt Zylinder. Oh, das wäre ja witzig. weil ich einen Zylinder hier auf meinem T-Shirt habe. Ach ja. Und auch einen als Bild bekommen zu meinem letzten Geburtstag. Hier auch nochmal. Wunderhübsch. Wunderhübsch. Ich finde das super. So, Nachbildung ist dann wohl ein Imitat. So, damit haben wir nämlich die 4. Den Zylinder. Machen wir erstmal hier die Buchstaben, die ich da hatte schon. So, das hier ist natürlich anonym. Ja, vielleicht hat mir das M da doch ein bisschen geholfen. Wer weiß. So, Insel der Balearen war dann wohl Ibiza. Denn der Hinweis ist ein Indiz. So, hier können wir Ars schon mal reinschreiben. Einfach so. Außerdem, lateinisch Sonne ist Sol. So, Züli haben wir schon mal. Und alter Herr ist natürlich ein Senior. Damit haben wir unser N. Dann Plunder ist Tant. Und damit haben wir das D. Amateur ist natürlich wieder der Laie. Englisch die. Sterben. Nein. The. Wie alles andere. Der und das auch. Und dem und wie auch immer. Staat der USA könnte ich vielleicht auch gerade noch rauskriegen. Könnte Utah sein. Ja, ist es auch. Asiatische Hauptstadt. Ja. Hauptstadt von dem Land, welches Taiwan heißt. Heilbehandlung ist eine Kur. Und damit haben wir den Zylinder voll. Und es war wirklich der Zylinder. Und ich brauchte nur 4 Buchstaben, um das rauszufinden. Tatsächlich, vielleicht hätte ich es sogar... nach dem dritten schon haben können, hätte ich mich lange genug angestrengt. Oh weia. Uhu, Klebstoff ist doch aber eigentlich wie Tesa auch ein Markenname. Bei Waschmittel war es ja zum Glück nur Soda. Artus Ritter. Weiß ich jetzt noch nicht. Stier ist ein Bulle. So, gebratenes Frühstück. Weiß ich noch nicht. Kerzenfaden ist der Docht. Docht ist ein Docht. Schottische Sippe ist ein Clan, natürlich. Antriebsart ist Allrad. Gucken wir mal, was die Epoche ist. Erstmal deutsche Vorsilbe. Dar. Ja, und dann ist es nämlich die Ära. Nicht die Ara, die Ära. die meinen ein Rührei. Okay, und Erek ist der Artus-Ritter. Hoffentlich merke ich mir das. Ich wollte nämlich Elek reinschreiben, aber das ist was anderes. So, wir haben ein Beil. Wir haben römisch 2 ist Doppel-I.
sozusagen. Vergütung, Vergünstigung natürlich, weil Vergütung wäre nicht Rabatt. Aber das Wort sah schon aus wie Rabatt. Heilmittel ist eine Arznei. Extremitäten sind natürlich die Arme. Großer See in Asien. Ja, machen wir später. Zimmer ist erstmal ein Raum und es sieht auch wirklich aus, als wäre das hier eine Olle. Und dann wäre das nämlich der Aralsee. Wenn da ein Tanker drin, also ein Tanklastschiff drin kentert, dann ist das im wahrsten Sinne des Wortes der Aralsee. Bedummt. So, bildender Künstler. Ja, das ist der Skulpteur. Nein, undeutlich sprechen ist erstmal lallen. Also wahrscheinlich ist hier der Maler gemeint, denn das würde zur Eule passen, die hier reinkommt. Also jetzt läuft es gerade besser wieder. Böser Geist machen wir noch nicht. Englisch Zeit ist natürlich Time. It's time to finish this, because we can input mine over here into the Bergwerk. The Bergwerk. Ich sollte öfter so sprechen. So, Böser Geist. Böser Geist. Ist ein. It is a Daemon. A Demon. So. Okay, damit haben wir es ja geschafft. Und, ja. Hat gar nicht mal so lange wehgetan. 16 Minuten und ein bisschen. Ja, und damit würde ich mich dann für jetzt verabschieden. Ich muss noch etwas vorbereiten für meinen gleich großen Auftritt in einem Stream, den ihr gestern eventuell schon gesehen habt. Eventuell auch nicht. Ja, und dann ja, freue ich mich auf jeden Fall wieder aufs nächste Mal. Es war wieder wunderschön, euch dabei zu haben. Danke fürs Zuhören, danke fürs Einschalten und habt einen wunderschönen restlichen Tag. Erfreut euch des Lebens. Macht Dinge, die euch Spaß machen. Macht zur Not zwischendrin auch mal Dinge, die euch nicht so sehr Spaß machen. Aber dafür machen die Dinge, die Spaß machen, mehr Spaß danach. Das kann ich euch nur empfehlen. Macht auch mal ab und zu Dinge, die nicht Spaß machen. Aber ansonsten habt ruhig Spaß. Ja, und damit tschüss, bis zum nächsten Mal.